Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Golden Body Personal Training. Heute in meinem neuen Raum. Irgendwie höhlt es immer noch, ich weiss nicht warum. Seht da so ein bisschen etwas. Und da haben wir noch ein paar Sachen. Also wir haben genug zum Arbeiten damit. Was ich heute aber mit euch machen will, ist ein T-Rex-Video, weil sich so viele immer wünschen. Wir machen 9 Übungen. 3 für die Beine, 3 für den Bauch, 3 für die Arme. Und machen das Ganze 2-mal durch. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Gut, ich habe den Timer gestellt. Wir haben 40 Sekunden Workout, 20 Sekunden Pause, 18 Sätze. Gibt 18 Minuten und 11 Sekunden. Und wir starten mit der ersten Übung. Ich musste leider feststellen, dass ich habe verschiedene T-Rex und die Schlaufen unten sind immer verschieden gross. Dadurch, dass wir heute viel in die Schlaufen nehmen müssen und meine Schlaufen zu wenig gross sind, muss ich leider meine hübschen Schuhe abziehen. Ich stelle es aber an, dass es gleich sind. Gut, also, wir starten mit der ersten Übung. Und zwar sind das einbeinige Burpees. Das heisst, wir gehen einen Fuß in beide Schlaufen gehen. Kommen von da aus tief, hinten mit einem Bein, vorne und nur. 3, 2, 1 und los. Hinten und nur. Es sind 40 Sekunden. Die Leute recht einteilen. Wenn es schwierig ist mit Pumpen, dann lassen wir das Pumpen weg. Dann stehen wir nur auf. Dann ziehen. Da 8 Sekunden. Gut. Dann gehen wir zum Bauch. Und zwar hängen wir da gerade in die Beine ein. Das klingt so schlimm mit der Scheibe. Und zwar gestreckte Beine. Wir kommen seitlich runter. Seht? So. Uhr, seitwärts runter. Uhr, seitwärts runter. Ziemlich erstrengend. Also, wenn ihr euch Zeit. Schön hoch und nach. Yeah.
Wir haben wieder den Bauch. Wir gehen in die Mountain Climbers. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Einmal auf dem Boden. Auch hier können wir entweder in Plank oder in die Liegestützposition. Wir ziehen eins bei an und gleichzeitig wechseln. Füllen wir die Höhe. So fest anziehen, wenn wir noch können. Richtig aus dem Bauch schaffen und gleichzeitig wechseln. Die nächsten stehen. Und zwar den Arm strecken, halten rein und dann von da aus stellen wir einfach nur so auf. Okay? Probieren den Arm gestreckt zu halten. Wenn es zu schwierig ist, können wir einfach weiter hindern. Dann haben wir nicht so viel Gewicht drin. Spüren die Schultern, den oberen Rücken, möglicherweise noch den Nacken. Schön gut ziehen. Immer Spannung aus einem. Gut. Wir haben die letzte Beinrunde. Und zwar kommen wir breit. Haben wir drei. Und machen immer einen Schritt zur Seite. Die Füße bleiben. Die Füße haben keine Bewegung. Gut. Es ist ein bisschen dehnen, es ist ein bisschen Kraft. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel helfen wir mit den Armen. Je mehr das Arm natürlich helfen, desto einfacher ist für die Beine. Ich könnte auch wirklich nur so ein bisschen dran heben, ist völlig überall. Was sich gut anfühlt. Knie nach aussen. Gut. Wir haben die letzte Bauch. Wir kommen wieder in Plank. Und wir machen Hälfte, Hälfte. Wir gehen zuerst in seitlichen Plank. Heißt das so? 3, 2, 1. Gut. Kommen wir mit dem Arm unten durch. Wir machen 20 Sekunden pro Seite. Gut schnaufen, ganz unten durch, so weit wie ihr könnt. Gut, die Seite wechseln, drin bleiben. Gut. Na, die letzten für die Arme könnt ihr drin bleiben und euch einfach kehren. Das ist auch wieder eine ganze Körperübung, am besten am meisten wahrscheinlich in den Schultern. Tun euch hier abstützen. 3, 2. Und kommen mit dem Gesäß gut lassen. Sink. So, jetzt kommen wir zurück. Hoch. Und wieder zurück. Nicht absitzen. Höhe gut drücken. Bis zum Schluss. Glück geschafft. 3, 2, 1. Go away. Woo!
wir gehen in die zweite Runde. Sind wir wieder ready, oder? Ah ja. Also, und zwar fangen wir wieder an mit den einbeinigen Burpees. Du den rechten Fuß zuerst hier, dann kann man sie jetzt merken. Ah, voilà. Timer fortgesetzt. Ist genau das gleiche, 40 Sekunden Workout, 20 Sekunden Pause. Jetzt wisst ihr, wie die Übungen funktionieren. He? Keine Ausreden. Gut, machen wir alle parat. Fuß einhängen. 3, 2, 1. Und los. Schön strecken. Und ruhig. Also, außer es ist euer Zeigabsicht.
gleichzeitig. Gut. Dann haben wir stehend. Gut. Mit den gestreckten Armen. Boah. Ich hoffe, ihr habt das erwartet. Meine Güte. 3, 2, 1. Gut. 4, 6. 3 haben wir. Und Ruhe. Richtig gross machen, die Schulterblätter runterziehen. Gut. Fein. Haben wir die Seite, ha? Wir haben pro Muskelgruppe nur noch eine Übung. Also, parat machen. 1. Gut. 3, 6. Richtig breit stehen. Und tief runterhocken. Könnt ihr auch ein bisschen schnellere Wechsel machen. Das ist völlig eure Übung. Said I had a bad morning, yeah. Carried over from the weekend. Oh, I've been thinking about home. Lord knows I can never make it easy. That's alright, I learned a lot from the wrong that I done. Yeah. I made a few wrong turns with a couple of choice words. That's right. Everyone's awesome. Dann haben wir den Plank, den Seitlich, wo wir ohne durchlaufen. Position rein. 1. Gut. 2. 2. Letzte Übung. Kommen wir ohne durchlaufen. So weit, wenn ihr könnt. Sehr schön. Mit Seite wechseln. So, wir bleiben drinnen. Allerletzte Übung. Wir kommen mit dem gestreckten Arm und den Hüften hoch und runter schieben. Die letzten 40 Sekunden. Kommen wir. Geben wir nochmal Acht. Hüften hoch und hinten. Richtig Und ich sage immer wieder, es langt, 20 Minuten langt. Ihr müsst es nur intensiv machen. Gut, das ist es von mir. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!